Moinsen Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start mit einem neuen Video auf diesem Kanal und heute beschäftigen wir uns mit einer wahrscheinlichen zukünftigen Legende für FIFA 18, nämlich mit Steven Gerrard. Ich will euch jetzt mal ganz kurz sagen, warum ich denke, dass er sich's verdient hat, eine Legende zu werden, denn er hat ja vor ein, zwei Wochen seine aktive Karriere beendet. Auf alle Fälle hätte ich gedacht, dass er noch so 3-4 Jahre spielen kann, weil er hat dennoch noch auf relativ hohem Niveau recht gut gespielt, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Er ist einer der wenigen Spieler gewesen, die seinem Verein über Jahre hinweg treu waren, nämlich er war 26 Jahre für den FC Liverpool aktiv und für keine andere Mannschaft in der Zeit. Er war auch von 2003 bis 2015 Mannschaftskapitän und sein Premier League Debüt hatte er im Jahre 1998. Jetzt sage ich euch noch kurz seine größten Erfolge in seiner Karriere. Er wurde unter anderem Champions League Sieger, UEFA Cup Sieger und UEFA Super Cup Sieger und das sogar zweimal. In der Premier League konnte er leider mit seiner Mannschaft keinen Meistertitel holen. Er schaffte leider nur dreimal den Vizemeistertitel, gewann jedoch den FA Cup zweimal, den League Cup dreimal und den FA Community Shield zweimal. Seine persönlichen Auszeichnungen, daran hat es bei ihm auch nicht gemangelt. Er wurde insgesamt dreimal Englands Fußballer des Jahres, einmal UEFA Fußballer des Jahres und er kam dreimal ins UEFA Team of the Year und dreimal in die World XE. Für den FC Liverpool absolvierte er insgesamt 710 Spiele und erzielte dabei 186 Tore. Jedoch beschloss er sich beim 1. Juli 2015 nicht seinen Vertrag zu verlängern und ging zu LA Galaxy, wo er innerhalb von 3 Jahren 34 Einsätze, 5 Tore und 14 Vorlagen absolvierte. Und das muss ich schon sagen, ist auch ein recht guter Wert für sein fortgeschrittenes Alter, welches 35 beträgt. So, jetzt natürlich noch kurz zu seiner Karte. Ich habe ihm auf jeden Wert eine +6 Push-Karte gegeben, weil ich nicht glaube, dass EA ihn auf +10 upgraden wird, weil jetzt beispielsweise 91 Schuss wäre natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich würde mal meinen, mit dieser +6 Karte würde ich gar nicht mal so falsch liegen. Damit hätte er 60 Tempo, 87 Schuss, 89 Passing, 81 Dribbling, 74 Defending und 81 Physis. Und ich würde mal meinen, der wäre ein echt guter zentraler Mittelfeldspieler, mit dem man mal aufs Tor schießen kann, mit dem man auch wieder Bälle zurückerobern kann, aufgrund seiner Physis. Und ich habe noch, um ein bisschen gegen das schwache Tempo entgegenzuwirken, ihm eine Tempo-Plus-Karte gegeben, auch beim Schuss und auch bei der Physis. Ich glaube, das macht 8 Punkte aus. Um ihn drumherum haben wir ein recht starkes Team gebaut mit Butland, Cahill und Matip, mit Hector Bellerin und Milner auf den Außenverteidigerpositionen. Im zentraldefensiven Mittelfeld haben wir Delf. Auf den zentralen Mittelfeldpositionen haben wir Chalobah als Movember-Card, Iraola, der gleichzeitig ein Perfect Link zu David Villa hat, und der Sturmpartner von David Villa ist Danny Welbeck. Und damit würde ich sagen, starten wir ins Match und hoffen, dass Steven Gerrard dort einiges zerstören wird mit seiner neuen Legendenkarte. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim Gegner. Und da haben wir auch schon unseren Gegner gefunden und er spielt mit einer BPL-Mannschaft. Wie soll es auch anders sein, aber ich glaube, er befindet sich noch im Aufbau, weil die beiden ZMs noch non-rare sind und ich glaube nicht, dass Wes Morgan vor allem wegen seinem Tempo nicht die beste Wahl ist. Und ich hoffe mal, dass Steven Gerrard gegen diesen Gegner zeigen wird, was er drauf hat. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zum ersten Tor von Steven Gerrard. Da ist er gleich mal, Steven Gerrard. Schön mit einem Roulette, aber wird ja an der Mittellinie umgefault. Holt natürlich gleich den Freistoß raus. Schnell ausgeführt, aber leider der Ballverlust. Aber Matip schön. Jetzt läuft sich vielleicht Steven Gerrard frei. Wunderschöner Pass auf David Villa. Aber der verliert hier leider den Ball. Aber da sieht man gleich mal, was Steven Gerrards Karte, vor allem vom Passen her, noch zeigen kann. Gerrard. Irgendwie kommt dann doch der Ball zum Mittelfeldspieler vom FC Chelsea. Und Milner sieht einfach mal ab. Gerrard. Stark, wie er sich hier durchsetzt.
bleibt aber leider auf dem Boden liegen. Trotz seiner Verletzung spielt er hier weiter und zieht einen Angriff auf. Schön, wie er sich hier freispielt auf Danny Welbeck und er zieht gleich mal direkt ab. Nächster überragender Pass von Steven Gerrard und setzt sich hier klasse durch, trotz der Tatsache, dass er verletzt ist. Ja, gut. Die Ecke führt der Kapitän auch selbst aus, Gerrard. Der Ball kommt zu Iraola. Und was ist das für ein Hammer? Nach der Ecke von Steven Gerrard haut hier sein Kollege aus der Liga ein wunderschönes Tor raus. Unhaltbar hier für Ospina. Jetzt kommt der Steven Gerrard. Setzt sich hier klasse durch, holt den Ball auch wieder für seine Mannschaft zurück. Er kämpft auf jeden Fall und da ist er nicht mal Steven Gerrard. Stark, wie sich hier unser Kapitän freiläuft, aber macht er leider nicht das entscheidende Tor. Gerrard, schön. Und immer wieder holt er sich den Ball zurück. Das ist purer Einsatzwille, aber ja, es leckt halt. Und da ist Welbeck. Ja, zur ersten Halbzeit kann man sagen, Steven Gerrard hat sich dort vorne sehr oft ganz stark durchgesetzt, hat mit einigen starken Pässen dafür gesorgt, dass der Gegner in Bedrängnis gebracht wird, hatte auch seine eine Torchance, aber jetzt hoffe ich natürlich, dass er in Halbzeit 2 noch mehr von seiner guten Leistung zeigt. Er hat viel geackert, hat oft die Bälle wieder zurückgewonnen und damit würde ich sagen, sehen wir uns zur zweiten Hälfte in diesem Spiel. Sasa, ja und es muss so kommen, 100 Chancen gehabt, es leckt wie Scheiße und da macht natürlich der Gegner das 1:1, so muss das sein, auf jeden Fall läuft das oft bei euch EA, beste Server aller Zeiten, also wenn ich jetzt schon vor grüner Latenz Angst haben muss, dann weiß ich auch nicht mehr so wirklich weiter, wie das hier noch funktionieren soll. Dev, komm. Setz dich durch, mein Junge. Ja. Rote Karte hier für den gegnerischen Innenverteidiger morgen. Also was der da mit Dev gemacht hat. Ja, das ist für mich unbeschreiblich. Natürlich wechseln wir den Schützen auf Steven Gerrard. Ihr könnt ja mal sehen, wie krass. Was der so für krasse Werte hat, so als neue Legendenkarte. Gerrard auf Milner. Ja, das Ding hätte durch. Iraola mit der Ballrolle. Sieht dort außen Danny Welbeck starten. Welbeck mit dem 2:1. Wunderschöner Konter hier von der Mannschaft. Und der Gegner hat jetzt zum Schluss auch noch das Spiel unterbrochen. Ich glaube, der hat auch die Schnauze voll wie ich von dem Lex. Ja, Leute, zum Abschluss dieses Videos kann ich auf jeden Fall sagen, dass Steven Gerrard würdig wäre, eine Legendenkarte zu bekommen. Er hat einen super Pass. Er fühlt sich gar nicht mal so langsam an. Er läuft sich sehr gut frei, bewegt sich auch sehr viel, was ich am Anfang nicht so gedacht hätte. Also er wäre für mich der ideale ZOM oder ZM-Spieler, der Angriffe mit einleitet oder auch abschließen kann, auch defensiv. Hat er oft gezeigt, dass er den Ball wieder zurückerobern kann, also von mir aus kann er gerne eine Legende werden und ich glaube auch, dass er dann ordentlich rasieren wird. Er hat es sich auch auf jeden Fall aufgrund seiner Real-Life-Karten natürlich auch verdient und zum Schluss des Videos kann ich natürlich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da.
checkt meine weiteren Videos aus, wie zum Beispiel mein erstes Advents-Special, wo am Sonntag natürlich noch das zweite Advents-Special mit dem lieben FIFA-Joker kommt. Und damit würde ich sagen, haut rein und ciao.